Kategorie: Eure Projekte. Be Future. Jakob Eggenhofer. Jakob hat sich in seinem Projekt mit Bienen und Bienenschutz beschäftigt. Denn in seinen Workshops wurden Bienenhotels gebaut, um auch andere Jugendliche zu motivieren, selbst zu imkern. Vor allem die jungen Teilnehmenden profitierten von diesem Projekt und eigentlich am meisten die Bienen. Viele Insektenhotels wurden in fast allen Bezirken Wiens in privaten Gärten oder auf Balkonen aufgehängt. Booklet: Freiraum für Farbe. Julia K. Die Reininghausgründe in Graz haben jahrelang Raum für Kunst und Kultur geboten. Das Booklet Freiraum für Farbe mit ca. 60 Werken erzählt über die letzten Tage der ehemaligen Brauerei. Das Interessante dabei? Das Gebäude wurde vor dem Abriss für Graffiti und Street Art geöffnet. Julia und ihrem Team gelang es mit diesem Projekt, ein Stück Geschichte von Graz zu archivieren. Her downfall means your downfall. Paola Lesselhomer. Paola und ihr Team führten ein Kunstprojekt zum Thema Femizide in Österreich durch. Die Aufnahmen und Fotos transportieren eine künstlerische Botschaft, die helfen soll, die Öffentlichkeit zu sensibilisieren. Eine Vernissage diente als Informationsveranstaltung und der Verkaufserlös der Drucke kam den österreichischen Frauenhäusern zugute. Körper, Kunst und Kraft. Angela Bovo. Das Team rund um Angela erarbeitete ein Workshop-Programm für Mädchen und junge Frauen. Mit kreativen Methoden wie Zirkustraining und Malen setzten sich die Teilnehmerinnen mit den Themen Feminismus und Selbstbestimmung auseinander. Ziel war es, der Öffentlichkeit das Bild der starken Frau zu zeigen und die Selbstsicherheit für den eigenen Körper und Geist zu stärken. Vereinsspiel Leoben. Julia Gröger. In einem Vereinsspiel lernten Jugendliche die Vielfalt der Kinder- und Jugendarbeit Leobens kennen. An diesem Aktionstag stellten unterschiedliche Vereine und Jugendorganisationen ihre Aktivitäten spielerisch vor, um ihre Freiwilligen und Vereinsarbeit zu bewerben und neue Mitglieder zu gewinnen. Mehr als 250 Jugendliche informierten sich an den verschiedenen Stationen.